Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Big Webber und wir spielen heute mal wieder eine Runde Megaloot. Heute werde ich mal ein Bild nachbauen, einfach um erstens den Bild zu verstehen, wie der funktioniert, und zweitens, um einfach zu probieren, wie weit komme ich denn. Und zwar spielen wir Viran, gehen voll auf Glauben. Glauben ist ja, der Schaden gegen Elite-Gegner wird multipliziert. Man hat im Laufe des Spiels in den späteren Ebenen nur noch Elite-Gegner, also durchgehend Bonus dadurch. Viran selber hat Giftigkeit und hat Chromalur-Set. Das heißt, jedes Mal, wenn meine Gesundheit Schaden erleiden würde, wird der Schaden um 50% verringert und er wird in Gift umgewandelt und dann selbst zugefügt. Deswegen brauchen wir zwingend in diesem Bild ein Silberteil, weil Silber reinigt uns ja am Anfang und am Ende der Runde. Das reinigt das Gift. Genauso machen wir Gift auf die Gegner. Gespielt wird es im Prinzip, ja, das machen wir einfach Werpenspiel. Wir gehen rein. Standardstart. Wir haben natürlich jetzt keine Waffe bekommen. Was ein bisschen blöd ist, aber kein Problem, kriegen wir hin. Wir nehmen den Hammer. Also im Prinzip der Weg zum Endgame oder zu den späteren Ebenen, sage ich jetzt mal, ist immer der gleiche. Wir gehen wieder Richtung Leder. Versuchen Leder-Silber zu spielen, wie immer, und gehen dann auf das königliche Set-Test, glaube ich. Ich glaube, königliches Set, also ähnlich. Schlecht. Also das Problem ist, wir machen einfach, wir nehmen jetzt schon mal ein Silberteil rein, wir machen... So reinigen wir das Gift. Ist ja schon ein Knaller, dass wir hier mit... Silber spielen müssen eigentlich schon. Aber jetzt reinigen wir uns wenigstens. Da ist das Schwert, was ich eigentlich haben wollte die ganze Zeit. Den geben wir ab. Eigentlich sind die Schuhe jetzt Quatsch im Moment. Den geben wir auf jeden Fall mal ab. Hier ist schon der Dolch. Den wir jetzt auf jeden Fall wechseln werden dann. Sogar direkt, weil Schwert macht genauso viel. Hier ist das Medaillon, das ich haben will. Ein bisschen mehr Leben. Wir werden jetzt den Silberhelm einfach mal behalten am Anfang. Wo ist Leder? Da ist ein Lederbrustpanzer. Warum eigentlich immer Leder? Ja, Leder hat eigentlich den Vorteil, man hat mehr Angriffe, ne, dadurch. Bis einen gesamten Angriff auf allen 8 Ebenen. Und wir bekommen halt Gegenstände dadurch. Was uns auf jeden Fall mehr Gold bringt. Ja, Moment, ich muss die Schuhe ausziehen wegen Holz. Da sind die Lederschuhe. Weiß ja, also der Anfang ist wirklich nichts Berauschendes. Frage ist, wir behalten jetzt mal den Helm drin, bis wir den Ledersilberhelm kriegen. In dem man eigentlich auch immer spielt. Ne? Also ich sage ja, der Standardstart ist eigentlich immer das gleiche. Da ist nichts Neues mehr dabei, was ich euch zeigen kann.
Da ist der Standardlederhelm, auf den verzichten wir dann aber jetzt tatsächlich. Ich glaube, wir geben tatsächlich den Hammer ab. Ja? Plus 4, plus 4. Ne, da ist jetzt leider nichts mehr dabei. Dann nehmen wir den hier, weil da kriegen wir noch Durchdringung dazu. Okay, weiter im Text. Den brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Wir könnten uns natürlich die Axt nehmen wir mal mit. Vielleicht können wir die Axt dann soweit verbessern. Hier ist der erste Ring, den wir haben wollen. Da ist der zweite Ring, den wir erstmal haben wollen. Hier ist der Helm, den wir haben wollen. Wir haben nicht mehr viel Gold, dann lass uns beklauen, egal. Da ist nochmal eine Axt. Gut, klar, der hat weitaus weniger Rüstung jetzt, logischerweise. Aber deswegen warten wir kurz, bis wir genug Geld haben, um das kleine Blauen zu kaufen. Nehmen den rein, Silberhelm kommt weg, weil, also pur Silber wollen wir eigentlich nicht. Brauchen wir alle nicht. Das ist gut, schon mal lila, hier sind nochmal Lederstiefel. Können wir direkt kaufen, sind wir auch lila. Eigentlich wollte ich den zuerst angreifen, aber egal. Die Hose können wir mal behalten. Weil ich würde gern einmal Präzision abgeben. Den. Hat jetzt schon mehr, ne? Wie die Axt. Da geben wir nämlich das Goldschwert ab. So. Vielleicht kommt noch mal ein Goldschwert. Sehr gut, jetzt haben wir sogar plus 15. Da ist noch mal ein Ring für uns. Den Helm wollen wir auf jeden Fall haben. Den Ring wollen wir haben. Nochmal durchrollen. Ja, ich glaube... Viel mehr wird es nicht sein. Heißt, wir geben das Goldschwert ab. 15 Attacke, jetzt haben wir 40. Kostet 504, also der ist schon ordentlich teuer, aber den kriegen wir hin. Zack. Weg, 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 weg. Das ist auch schon golden. Schuhe sind golden. Jetzt müssen wir schon überlegen, was wir als nächstes abgeben. Die Jägerhose bringt uns das Schwert, wo ich dann haben will. Nochmal so eine Hose. Der hier wäre was zum Abgeben, theoretisch. Der gibt physischen Angriff allgemein. Wir könnten natürlich... Schaden ist schon ganz anders. Wir könnten natürlich den legendären Eisendolch dann abgeben. Glaube ich sogar die bessere Variante. Was natürlich mit ihr nicht zu vergessen ist, ist im Laufe des Spiels auch mal was mit Gesundheit abzugeben. Weil Gesundheit ist immer ein großes Problem. Wobei wir ja eigentlich nachher unverwundbar sind. Ne? So der Plan. Wir geben den schon mal ab. Wir haben gerade nicht viel Gold, also lassen wir uns beklauen.
glaube, Dämonik kommt jetzt nicht mehr auf 5, das kommt auf 6 mittlerweile, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also Dämonisch wollen wir auf jeden Fall grundsätzlich mal haben. Wir könnten natürlich Stiefel auf Beweglichkeit nehmen. Plus 25%. 10% von 100 sind 10, 20 sind 20. Es müssten eigentlich 25 Punkte geben. Geht lose Stiefel in denen. Nee. Da ist Elektrizität schon. Nee. Nee. Der Ring gibt nur 10% Kraft. Weisheit bringt uns nichts. Nee, ist nichts dabei. Dann. Also rein theoretisch, wenn ich jetzt richtig rechne, müsste uns das 25 Angriff geben. Sehr gut. Passt sogar. So, jetzt schauen wir mal, was uns als nächstes erwartet. Durchdringung 6% und Gesundheit. Gesundheit und Kampf. Ich glaube, den nehmen wir mal mit. Beweglichkeitsring wäre natürlich auch eine Möglichkeit abzugeben. Da ist nochmal eine ungewöhnliche. Ja, die Hose ist schon lila. Brustpanzer würde jetzt halt 100% geben, ne? Ich glaube, Beweglichkeit brauchen wir nicht. Ich glaube, wir gehen tatsächlich auf den Ring zum Abgeben oder wir geben die Hose ab dann endlich. Hier ist der Lebensring der gute, also der bessere wie der hier. Zumindest Omni-Ring. Ja, aber es kommt auch. Uns beklauen lassen. Es kommt aber auch nichts. Also ich muss sagen, die Auswahl im Moment ist relativ schmal, gell? Der ist natürlich krass. Aber der kostet 4,22 schon. Wie lange dauert das? Boah, ein rotes Goldschwert ist natürlich plus 30 Angriff. Ah, das ging jetzt auch ziemlich schnell. Elementalkraft brauchen wir mit dem Bild nicht. Wir haben jetzt 3,55 und brauchen 4,22. Bin ich echt gestorben oder was? Das kann ja nicht sein. Warum bin ich gerade gestorben? Wo war der Denkfehler? Wir nehmen tatsächlich den Ring und geben den ab. Sollen wir den nochmal sagen? Nee. Abyssales Silberschwert. 6,59k. Das ist viel zu teuer, bis wir das zusammen haben. Ist die Welt. Die Ebene rum. So, schauen wir mal. Lebensset. Rüstung. Auf Rüstung spielen wir nicht.
gibt's aber auch absolut nichts dabei, was wir brauchen können. Boah, den sollten wir ja dann doch fast abgeben, ne? Da sind die Dämonenschuhe. Mythischen. Ist hier auch was, was ich gerne abgeben würde, weil der gibt 40% Durchdringung und dann können wir den auf jeden Fall schon mal verkaufen. So, die hauen wir gleich mal rein. Tun die aber nicht groß sammeln, weil wir steigen ja dann eh um auf ein anderes Set. Auch nochmal der Hammer. Na gut, das Dämonische macht so viel aus, gell? 48% Durchdringung. Wir nehmen ihn mal nochmal mit. Wir nehmen die mal mit. Wenn wir da eine bessere kriegen, wie der ist, dann tauschen wir lieber das ein. Haben wir hier schon 60%, ne? Frage ist, lohnt es sich jetzt überhaupt noch Leder zu sammeln? Eigentlich nicht. Es kommt aber auch nichts gerade mehr, ne? Dämonen-Set, ja, genau, das gibt 50%, da ist die schon besser. Wir machen die Runde noch. Und genau deswegen brauchen wir die Präzision, damit die nicht mehr ausweichen. Prozent. Ach komm, scheiß es doch, wir geben den ab. Nein, wir geben den noch nicht ab, weil es bringt mir noch nichts. Schaden und Durchdringung. Ich will da 100% haben. So, hier ist das Set. Königseisenschuhe. Königsset. Erhalte in der ersten Runde eine Erbsünde. Wenn durch Reining eine Erbsünde entfernt wurde, erhältst du 5 Stapel Debuff-Immunität. Man kann maximal eine Erbsünde bekommen. Dafür bekommen wir 5 Stapel Debuff-Immunität. Es verhindert alle Debuffs. Und durch Reining. Genau, wir bekommen eine Erbsünde. Reinigen die Erbsünde und bekommen dann 5 Schilder. Und diese Schilder sind so gut wie undurchdringlich. Können wir schon mal verkaufen. Thema ist, wir kriegen, glaube ich, jetzt erstmal nur die Schuhe. Die wollen wir haben, auf jeden Fall. Das wird unsere neue Kette. Wir die schon mal verkaufen, braucht kein Mensch mehr. Einfach schadenstechnisch besser. Zack. Und vor allem die Königseisenschuhe geben auch Glauben. Glauben mal Silber sogar. Also Silbergegenstand brauchen wir definitiv. Kampf kriegen wir auch dazu. Und Rüstung, also alles besser. Auch Gold gehen besser. Wie viel Durchdringung haben wir denn jetzt eigentlich? 71%. Ja gut, das kriegen wir nachher durch die Vampirschneide. Hm.
wäre cool, wenn ich den Brustpanzer nochmal kriegen würde. Also so richtig Shopglück haben wir nicht, aber es läuft trotzdem gar nicht so schlecht. Das kann alles weg. 70, 80. Schade eigentlich. Jetzt machen wir die Ebene kurz fertig. So, dann geben wir den hier ab. Jetzt sind wir einfach beweglich. Wir könnten jetzt natürlich die Silberaxt nehmen. So, hier ist der Helm. Können wir die schon mal verkaufen? Geht jetzt schon fast genauso viel. Achso, wegen dem Flügel. Da müssen wir das Leder da draußen nehmen. Müssten wir. Na komm, dann lass was so. Dann lass was so, bis wir umsteigen auf dämonische Waffe. Hätte ich dann gerne. Zwischendurch. Zumindest der Plan. Wir geben dann lieber das ab im Notfall. Das können wir auf jeden Fall schon mal verkaufen, brauchen wir eh nicht mehr. Ja gut, wenn wir schon eine Abyssale kriegen, dann hauen wir sie halt so lange rein, mein Gott. Also ihr seht, jetzt tun wir gerade im Moment durchrasieren. Schaden wird immer besser. Das hier geben wir dann vielleicht. Eigentlich würde ich ja gerne Mantel abgeben. Aber wenn wir nicht 100% Durchdringung haben. Sag mal. Ja, den brauchen wir eigentlich gar nicht mitnehmen. Silberschwert, die Kette. Der ist schlechter, den brauchen wir nicht. Den auch nicht. Aber wenn jetzt kommt nochmal der Jäger hier, der Jäger Wams. No chance. Ja gut, dann geben wir den ab. Damals hatten wir 80% Präzision. Das langt uns zwar nicht. Boah. Der Kotja. Ich würde die Axt so gern nehmen. Die ist so viel stärker wie das Schwert, aber ich kann nicht. Wir blocken sie mal. Wenn wir einen Brustpanzer kriegen, da ist auf jeden Fall der dämonische Ring. Da ist der andere Ring, den ich haben will. Aber dafür brauchen wir die Silberkette dann, um beide Ringe einzusetzen. Blenden ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, wo wir nachher abgeben könnten. So, wir lassen uns einmal angreifen.
So, weil ich nicht genug Durchdringung habe. Im Prinzip. Da ist die Hose. Fehlt nur noch der Brustpanzer. Ein Brustpanzer weiß ich halt nicht, ob der hier kommt oder nicht. Aber im Prinzip, wenn wir jetzt die drei Sachen rausnehmen. Zack. 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 Komm, wir machen es so. Dann haben wir hier ein Fragezeichen. Wenn wir jetzt das hier reinsetzen. Schon mal. Den lassen wir drin. Den raus und den dafür rein. Wir machen das, wir stellen um. So, jetzt fehlt uns der Brustpanzer. Das hier funktioniert nicht, weil wir halt nicht mit Flügel spielen können. Da ist der Brustpanzer, direkt mythisch. Hier ist jetzt diese Heilungsdingsbums. Max 10, aber wir haben immer 5. Sogar direkt in Gold. So. So, der Grundstock steht jetzt. Sobald wir jetzt die Silberkette bekommen, kommt der Ring hier noch in Einsatz. Einfach um noch mehr Kraft zu bekommen. Scheiß auf die Schwerter. Magischer Angriff. Sie können immer noch ausweichen. Jetzt normalerweise nicht mehr. So, zack, zack, zack. Und ist natürlich auch sehr interessant immer, weil die Rüstung und Kraft gibt. Durchdringung, Gesundheit. Wir werden das hier abgeben. Die können wir hier schon mal verkaufen. Der Ring wartet nur auf seinen Einsatz. Also wir sind jetzt unverwundbar. Solange wir diese Schilder haben, kann uns keiner töten. Krass, also das Set ist, oder der Bild, dass der immer noch so funktioniert, ist echt krass. Ich hätte gedacht, dass der vielleicht sogar schon genervt worden wäre. Aber ich lasse mich gerne belehren, ne? Rot. Oh, jetzt ist sogar schon abyssal. Schadenstechnisch sind wir auf jeden Fall gut dabei. Wir haben mehr Schaden, als unsere Gegner Lebenspunkte haben. Das Blocken können wir leider nicht umgehen. Tierrüstung und sowas, das interessiert uns alles nicht. Wir machen die Ebene kurz fertig. Im Endeffekt gebe ich jetzt das hier ab. Bisschen mehr, einiges mehr an Schaden.
Da ist unsere Kette. Wir werden jetzt Schaden einbußen. Ein bisschen. Dafür kommt jetzt der hier zum Einsatz. So. Sehr schön. Müssen wir schon genau gucken, was wir mitnehmen. Ich muss jetzt auch entscheiden, was wir als nächstes eintauschen wollen. Ich bin überlegen, ob wir ein bisschen Blenden mit reinnehmen. Eben um. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Elektrizität wäre die andere Variante gewesen, die man hätte gehen können. Das sollen wir auf jeden Fall haben. Okay. Gibt es halt auch nochmal durchdringen. Aber man merkt, also Ebene 10, easy, ohne Problem durch. Das ist halt, der ist auch dick, ey. 120 Max Gesundheit und Erholung. Boah, die Frage ist, brauche ich's? Nee, nicht. So, jetzt natürlich die große Frage. Das geben wir ab. Das ist die Waffe, die ich haben will. Wir könnten jetzt nochmal Schaden und Durchdringung erhöhen oder wir holen uns Blenden. Zumindest ein bisschen. Die Geräuschkulisse ist einfach immer wieder schön beim Blenden. So eine dämonische Axt wäre schön, nochmal eine zu bekommen. Da ist das Schwert dazu, das hat aber Flügel. Da habe ich einen Helm überrollt, das ist nicht schlimm. Sag mal, diese Axt ist ja seltener als, keine Ahnung. Prozent Kraft. Durchdringung kriegen wir nachher noch genug. Wir geben die ab. Sag mal, war die Waffe Glück? Oder gibt es die hier noch gar nicht auf der Ebene? Das war richtig saftig Schaden.
So, die hier ist super zum Abgeben jetzt dann, um mehr Schaden zu machen. Also nicht zu verwechseln mit der hier, das ist Tücke, das hier ist ganz normal Kraftzuwachs. Das gibt's doch nicht. Aber jetzt ist es auf jeden Fall schon stärker. Wir behalten aber Silber. Eben wegen dem Reinigen, das brauchen wir auf jeden Fall. Gut, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. So, dann hauen wir uns mal durch die nächsten Wellen. Zinderschaden wäre natürlich auch mal was, was man mal irgendwo noch testen müssen. Aber das Zinderzeug kommt immer erst zu spät. So, große Frage der Fragen. Wir gehen auf Leben. Der ist auch gut zum Abgeben. Die ist besser. Die ist auch besser. Auch besser. Jetzt aber noch mehr Glauben. Das sind jetzt alles schon Elite. Also wir machen jetzt sowieso prozentual höheren Schaden. Jetzt auch noch Blenden drin, ne? Wir vielleicht noch erhöhen können. Also, ihr merkt, Kotja ist immer noch, was heißt ein Problem, ist er eigentlich nicht. Stirbt halt nicht so schnell, ne? So, geben wir jetzt nochmal mehr Blenden ab. Direkt. Schaden schon. Ja, komm. So, jetzt haben wir die Rüstung überrollt, aber das ist nicht schlimm. Okay, da können wir den mal wegmachen. 100% physischer Angriff mehr und 60% kritischer Schaden. Dann halt nicht. Wir schlagen uns jetzt mal durch die ganze Ebene. Weil wir es können. Schrott, Schrott. Der ist natürlich gar nicht so schlecht, aber egal. Da ist die Blutschneide. Lebensraub physischer Angriff, Durchdringung.
Um da weiter aufzusteigen, das dauert halt jetzt noch. Geschweige denn, ob wir das überhaupt so schaffen, ohne was zu bekommen, ne? So, Blutschneide. Das Problem ist, um die Klamotten zusammenzubekommen, um da weiter aufzusteigen. Genauso mit dem Ring, das dauert jetzt halt. Also wir bewegen uns straight in Richtung Ebene 20. So, wir nehmen den Helm. Nochmal dick Schaden mehr. Hier die Axt ist verbessert. Können uns noch mal einen Haufen Blenden geben. Frage ist, lohnt sich's oder lohnt es nicht? Die lohnt sich auf jeden Fall. Die auch. Also, man muss nur Geduld haben. Manchmal. Also wenn das so bleibt, Ebene 20 locker. Gesundheit und 63 Kampf. Aber ich weiß nicht, wann das Schwert kommt, wo ich haben will. Dann nehmen wir die Blutschneide nochmal. War das sogar Ebene 20? Schneider. Tja. Gehen wir jetzt. Oh, Entschuldigung, Leute. Gehen wir jetzt nochmal die Blutschneider ab oder die Maske? Wir geben den Ring ab. So, dann auch die nächste Stufe.
nicht anders. So, wir kommen jetzt dann gleich in Ebene 20. Also von so kleinen Scheißieren lassen wir uns nicht fertig machen. Jetzt kann man nochmal gucken. Das wieder die Blutschneide. Blau nochmal. Boah, Frage, was machen wir jetzt mal wieder? Wir nehmen trotzdem wieder das Vampirschwert. Auch Ebene 20 sollte kein Hindernis darstellen diesmal. Boah. Göttlicher Dämonenring ist natürlich Premium. Boah. Ich will eigentlich keine Klamotten mehr kaufen. Das will ich haben. Interessant. Sehr interessant, Leute. Haben wir die Ebene fertig, dann sind wir in Ebene 21. Wir nehmen den Helm wieder diesmal. Zweite Dämonenwaffe kommt scheinbar erst später. Aber ist okay. Hier nicht ausreichend, das finde ich witzig. Die sind ekelhaft für uns. Ja. Oha, eine mythische Maske der Verheerung. Kurz was trinken nebenher. Wir geben die Maske ab. Ist ja schon göttlich, brauchen wir nicht mehr. Also die Blutschneide ist übel. Vor allem, wenn man die gelevelt hat nachher.
Aber ich habe die bisher einmal probiert. Bei dem Fleisch-Nebenbild. Würde direkt wieder angeboten im Shop, geil. Immer noch schlechter als mein Sohn. Er war schon weiter wie ich. Also wir kriegen jetzt doch schon einiges an Gegenständen zugeschmissen. Glückliche Schuhe. 675 kritischer Schaden. Boah. Ich weiß gar nicht, wann ist es ein Crit? Das ist eine gute Frage. Rein damit. Deswegen glauben an die Achse habe ich auf jeden Fall noch nicht verloren. Aber auch nichts dabei, wo ich jetzt Juhu schreie im Shop. Weiter, weiter, weiter im Text. Ich glaube, das Schwert, was ich jetzt haben will, gibt es ab Welle 25. Bringt uns nichts. Zeitlos ist immer noch besser. Boah, kosmisch. Wir verkaufen die tatsächlich, weil bis wir soweit sind mit grünen und blauen Gegenständen, das dauert ja ewig. Ist echt übel, wie die da durchrassiert. Ne? Die kommen nicht mal zum Angreifen. Ach der. Der scheiß Riesenschild. So eine Blutschneide in Blau. Ich hab bestimmt schon voll viel überrollt, weil ich es einfach übersehen habe vor lauter Laune. Bin ganz sechs mehr. Wir haben jetzt gerade aber auch so ein bisschen Glück, ne, was das Ding angeht. Frage, wie wir weitermachen. Im Prinzip geht es jetzt nur noch darum, den Schaden bestmöglich zu maximieren.
Ansonsten haben wir eigentlich keine große Möglichkeit mehr. Beenden tun wir nichts mehr. Okay, der ist immer noch besser, der Zeitlose. Bleibt das Schwert, wir sind Ebene 25 oder kommt das erste für Ebene 30? Ein bisschen nehmen wir natürlich mit, klar. Jetzt haben wir den Helm immerhin mal in Rot. Lang genug gedauert. Boah, das ist aber das ein Ding. 225 Kraft dazu. Oh. Blöd, wenn nicht. Die sind auch nervig. Spiel will aber auch, dass ich die Vampirschneider abgebe. Nichts dabei für mich. 100k. Der ist schon kosmisch. Keine Ahnung, wann ich die Waffe bekomme, die ich haben will. Schade, schade. Wir machen die Ebene kurz fertig. Weiß natürlich wieder eine Blutschneider rein. Was mache ich denn? Das brauche ich doch gar nicht mehr. Krone wäre ganz interessant, aber wir spielen nicht auf Rüstung. Das ist so ein bisschen mein Angstgegner, der Schildfutzi. Kauf Schuhe und kriegst die gleichen Schuhe wieder. Generell. Sieht nach so wenig Zeug aus immer. Was ich tun kann, um besser zu werden. So, weiter geht's im Text.
Entweder wieder eine Blutschneide. Weisheit oder physischer Schaden. Sie wollen Servus. Jetzt wissen wir, ob auf Ebene 30 das Schwert kommt oder nicht. Stehen wir wieder hier. Bah, die Blutschneide ist natürlich immer wieder verlockend, ne? Der Helm ist, glaube ich, besser. Müssen wir auf jeden Fall schon mal Geld sparen für die für das Schwert. Wenn wir ihn finden. Bis da jetzt immerhin. Da ist es. Gewöhnliche Machtklinge. 1,58 Millionen. Das ist jetzt für Schwarzmarktgegenstände. Blenden. Da ging es jetzt um Kohle. Kohle kriegen im Schwarzen. Bin schon nötig für die Waffe. Zack. Gleich nochmal 40k Schaden mehr, ne? Schau dich jetzt mal den Goldgain an, das ist brutal. Das Geld hochschießt. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Zack, Welle 31 geschafft. Puh, so langsam. Goldenes Vampirschwert. Zack. Lohnt es überhaupt? Das lohnt sich ja zum Abgeben. Bin Glück mit Rastering. Der geht voller Weisheit und Glauben. Den nehmen wir jetzt mal nur mit. Wir setzen ihn mal noch nicht ein. Ah, mir tun meine Knie weh, deswegen entschuldigt, dass ich nach vorne rutsche. Das kann beides weg. Thank you.
So, das haben wir jetzt auch kosmisch. Das verkaufen wir. Das ist ohne Ehre gerechnet. Oder Glauben. So, den geben wir ab. Millionen Schaden. Was ich nicht weiß, ist 180% Präzision. Wann Excalibur kommt. Hatte ich noch nie. Boah, mythischer Ring der Einheit. 45 Millionen. Boah, das ist selbst für mich viel. Wir holen uns nochmal Präzision. Ich glaube, könnte tatsächlich mein Rekord sein. Schafft man nicht. Boah. Ich will den. Ich will den haben. Wir wollen uns noch mehr glauben. Diese Scheiße. Blockfutzis. Den geben wir ab. Boah, 67.000 Weisheit. Na gut, ihr seid alle kein Problem. Saal 94.000 Weisheit. Ist er noch mal in ungewöhnlich. Wie viel Glauben haben wir denn jetzt eigentlich? Sehe ich das irgendwo? Hier sehe ich es auf jeden Fall nicht. Keine Ahnung, wo ich das sehe. Hier sehe ich es auch nicht. Weisheit. Glauben. 4,76%. Für mich ist immer noch die Frage, wann kommt Excalibur? Millionen Schaden.
Zeitlust bringt uns nichts. Abyssale Berserker, nochmal ein Ring der Einheit. Boah, eine göttliche Blutschneide. Ja, da wird man ja dann echt. Ich will das einfach nur sehen. Ich will den Grundschaden einfach steigern. 491k. Also alles, was keine Rüstungsschilder hat, so wie der hier zum Beispiel, nicht mal ein Hauch einer Chance. Von mir einen göttlichen magischen Stock, ist das euer Ernst? Schwarzmarkt. Jetzt hab ich's verkackt. Schwarzmarkt war doch aber das, wo man nur göttliche Sachen. Jetzt habe ich es verkackt gerade. Aber egal, macht nichts. Von den Schwertern kriegen wir ganz schön wenig, fällt mir gerade auf. So. Für mich immer noch die Frage. Legendär. Pff, bringt uns gar nichts. Boah, Zinderschaden, Frostangriff. Wo und wann kommt Excalibur? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich irgendwann einfach sterbe und nicht weiß warum. Da ist nochmal eine göttliche Blutschneide. Ja, hau mal rein, jetzt sind wir bei 600k mal na, dem ganzen. Ich habe so das Gefühl, bei Welle 40 kommt Excalibur. Also ich habe jetzt auf jeden Fall meinen absoluten Rekord gebrochen. So, wir kommen jetzt in Welle 40 rein. Jetzt gehen wir den ab. Nicht verkaufen, weil wir kriegen entweder göttlich oder nix. Aber ich finde hier immer noch keinen Excalibur, ne? Also ich weiß, es gibt Excalibur, aber ich weiß nicht wann. Ja, wenigstens mal endlich ein Rüstungsteil, wo wir auch brauchen. Das ist jetzt Gegenstand. Hä? Da geht jetzt nur das oder was? Das geht jetzt zum Beispiel nicht. Da gehen nur göttliche Sachen.
Das habe ich doch vorhin, habe ich das echt verkackt. Egal, macht ja nichts. Blöd, dass wir gerade nichts Göttliches kriegen, ne? Dann würde ich sagen, haben wir Pech, ne? Boah. Müssen wir überspringen? Wir marschieren hier durch, das ist abartig. Nur die Rüstungsfutzis, die machen mir Angst, die hier. Göttlicher Kolk verblenden. Ich hätte gerne mal noch das Schwert nochmal im Besser, aber da war was Göttliches. Lederhelmen göttlich. So, dann geben wir den ab. Ich weiß nicht, wie lange es noch gut geht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Bis jetzt marschieren wir durch. Und die kann man natürlich auch abgeben, theoretisch. Mit dem Ring haben wir nämlich jetzt nichts mehr. Die Blutschneide geht natürlich immer. Ist nur mythisch. Nur mythisch in Anführungszeichen, Leute. Wenn ich überlege, wie man anfängt. Ob das jetzt gut oder schlecht war. Ah, wir kriegen einfach nicht eine bessere Schneide zusammen. Das ärgert mich. Da zeitlose Machtklinge. 50 Millionen. Tausend magischer Angriff. Jetzt haben wir die Abyssalmachtklinge. Heidewitzka. 912k. Mal keine Ahnung, wie viel Ehre, Schaden, Gedöns. Wir geben die ab. So, Ebene 44. Aber es wundert mich, ich habe so wenig Zeug in Göttlich. Ich habe das hier sogar noch in Abyssal, das Zeug. Muss ich das echt sammeln, oder was? Also gut, was sammeln wir denn? Das, was als erstes kommt, wo wir noch nicht göttlich haben, das sammeln wir jetzt. Schwert sowieso. Den sowieso. Und gar nichts davon. Mmh.
natürlich also eins abgeben, ne? Anstatt dem. 1,3 Millionen Schaden. Kommt absolut gar nichts mehr von dem, was ich benutze. Weil ich es so oft weggerollt habe, oder ich weiß es nicht. Da haben wir göttlich. Oh. Nichts dabei. Wir nehmen die Beweglichkeit. Vielleicht überleben wir dadurch dann noch mal eine Runde länger. Ich habe wieder nichts dabei, gell? Das sind alles keine Sachen, die ich brauche. Den Hammer auf göttlich. Ich glaube, wir geben tatsächlich das hier ab. Ist auch nichts dabei. Könnte das auf Welle 50 kommen oder Ebene 50? Oh oh. Wir haben das erste Mal Schaden gekriegt, Leute. Also wenn eine reine Welle dieser affigen Golems oder was auch immer Schild hat, kommt. So, da fangen wir jetzt an zu sammeln. 90 Millionen. Dann kriegen wir ein Problem. Brauchen wir nicht mehr sammeln. Die Hose noch. Das könnte es jetzt sein. Ja, das war's. Weil wir nicht durch diese Rüstung durchkommen. Verdammter Scheiß, Alter. Ebene 48 kurz vor Ende. Oh, was können wir denn da machen? Diese Rüstungsschilder. Eine gute Frage, kann ich jetzt noch irgendwas tun, um das Ganze zu verhindern? Dem ist magischer Schaden, bringt er da auch nichts.
Und die einzeln angreifen. Wenn ich jetzt sage, ich nehme dämonisch raus. Geht auch nicht. Verdammter Mist. Boah, failed connecting to leaderboards. Das ärgert mich jetzt aber. Aber wir haben Ebene 48 erreicht. Also ihr seht, der Viren OP-Build ist the way to go. Also das absolut höchste, was ich bisher je erreicht habe. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch anders machen könnte, um noch weiter zu kommen. Wenn einer das Video sieht, der vielleicht noch weiter gekommen ist oder noch eine andere Idee hat, lasst es mich gerne wissen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Lasst gerne Like, Abo, Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Bye bye, ihr Lieben.